Blockomock. Hey Mann, Ken hier. Sollen wir uns beim Bunker treffen? Nö. Muss einiges mit dir und Manu besprechen. Bis später, Kumpel. Okay. Ja, Ken Block will uns. Also im Bunker treffen, ne? Also wir wollen ja mal festhalten, dass er uns im Bunker treffen will. So, dann fahren wir mal zum Bunker. Natürlich mit unserem Driftwagen, ne? Weil alles andere wäre ja... Wäre ja do... Oh. Alter, wir haben es tatsächlich geschafft. Alter, das war echt verdammt knapp gewesen, würde ich mal behaupten. Ich glaube, weiß gar nicht, wie viele Sekunden noch über waren. Ich glaube, nicht viel. Wow, so viele. Nicht viel. So, in der Garage brauchen wir uns jetzt gerade nicht aufhalten. Da wir gerade bei der Garage waren, deswegen. So, wir müssen erstmal wieder durch die Baustelle fahren. Wer stellt hier eigentlich immer wieder das Gerüst auf? Und muss der, der sie hier immer wieder das Gerüst aufstellt, nicht einfach denken, fickt euch alle, warum fahrt ihr das immer um? Hui. Ja, episch. Ich dachte, ich fliege weiter, wenn ich hier, hier muss ich ja rein, deswegen ich dachte so, naja. Was ich denke, ist halt, dass ich der Beste bin. Darum kreisen halt ständig meine Gedanken. Dass ich der Wahnsinn bin. Ich bin Wahnsinn. Warum schickst du mich in den Bunker? Bunker, Bunker, Bunker. Bunker, 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 weißt du? Bunker, Bunker, Ken Block, Bunker, Bunker. Ja, so läuft das gleich im Bunker. Und den Balken drüberlegen wieder. So. Im Bunker mit Ken und Manu. Das wird auf jeden Fall schmutzig, das weiß ich jetzt schon. Das wird auf jeden Fall schmutzig. Ich hoffe, wir können danach noch sitzen. Achso, das war richtig. Ich dachte, ich musste, ja. Ich dachte, ich fahre wieder prinzipiell falsch. Deswegen dachte ich mir, weißt du, gehe ich mal lieber in die Eisen. Ich fahre ja sowieso immer falsch. Deswegen. Ja, das wollte ich dann. So. Weißt du? Genau so und nicht anders. So, Blockoland. Wo ist denn der Bunker überhaupt? Ich hab das schon wieder vergessen. Sind wir gleich da? Ja, da wir schon von der Autobahn runterfahren, denke ich mal, sind wir auch gleich da. Schade. Ich dachte, es wird episch, aber episch ist halt nicht mein Genre, weißt du? So. Drift Contest. Einer wie keiner oder was weiß ich. Kann ja auch nicht lesen. Aber es macht nichts. Bei meinem Aussehen. Ja, was ist? Das kann ich nicht glauben. Wirklich, das ist verrückt. Echt verdammt cool, Mann. So cool. Ein paar Freunde wollen dich kennenlernen, wo du ein Star bist und so. Ich stehe nicht so auf das Devil-Ding. Wer hat denn was von Risky Devil gesagt? Ich rede von Susan und ihren Leuten. Die Lady-Gruppe von der Eastside. Mist, warum sagst du das denn nicht? Lad sie alle ein. Sag's der ganzen Welt, es ist Party-Time, Mann. Ich sehe euch alle im Bunker. Alles klar, bis später, Manu. Gut, bis später. Ich habe keine Kondome dabei. Scheiße. Naja, einfach ohne. Egal. Wir sind halt Risky Devil, ne? Alles klar, wir sehen uns dann. Na klar. Okay. Ken, du musst dieses Video von Risky Devil sehen. Oh, du kennst diese Typen? Oh ja. Komm. Habt ihr das gehört? Ken will mich als Location Scout. Ich bin ein Honiger. Nein, wie cool. Yeah. Wie fühlt sich das an? Ihr seid jetzt bei den Besten dabei. Das haben wir ihm zu verdanken. Aber auch nur, weil er uns hatte, richtig? Nein. Yeah. Oh, ich muss wohl los. Auf Ruhm und Reichtum. Yeah. Auf Ruhm und Reichtum. Yeah. Yep. Auf Liebe und Bescheidenheit. Ja, ich glaube, Ken Block ist jetzt auch der Hoonigan. Kenbox Wagen ist jetzt im Store verfügbar. Geil. Okay. Ja, Kenblock ist jetzt
auch ein Fan von uns, genauso wie der andere Typ. Schön. Gut. Ist der auch jetzt ein Fan von uns? Toll. Dann haben wir jetzt ja schon Ken Block und hier, wie heißt denn der jetzt nochmal? Magnus Walker. Walker. Nicht Paul Walker? Leider nicht. Sondern Magnus Walker. Mann, jetzt brauchen wir dann ja nur noch, Nee, voll gepunktet. Neue persönliche Bestleistung. 10.000, fast 11.000 Punkte. Das muss mir da erstmal einer nachmachen. Ich bin ein Gott. Ich bin ein Gott auf vier Rädern. Ich bin ein Gott im Rollator. Das ist super. Gut, ja, wie gesagt, wir fahren jetzt nach Robin. Schauen mal, was die Risky Devils von uns wollen. Und ja, weiß ich auch nicht mehr, was wir wollen noch. Bumm. Fahren gegen das Wand, denn gegen das Wand. Wir fahren gegen das Wand, gegen den Taxi da und irgendwie habe ich einen Sprachfehler, ich weiß nicht. So. Mann, dann nähert sich das jetzt ja alles dem Ende langsam, wa? Mann. Na gut, bis auf die Outlaw-Typen. Oh Gott, ich habe so Schiss vor den Outlaw-Typen, wirklich. Weil Polizei ist jetzt nicht so mein Jongle. Jongle? Außerdem müssen wir uns noch Drag Racer bauen und Drags fahren und so richtig coole Tüte müssen wir noch sein. Ich hätte ja gerne diesen einen Drag-Wagen, ne? Diesen schwarzen da. Ich weiß nicht, der kostete glaube ich 200.000 und ich glaube auf den spare ich jetzt erstmal. Vielleicht verkaufe ich den anderen wieder. Damit wir uns diesen fetten Drag-Wagen holen können, den richtig geilen. Der so richtig stylisch aussieht. Irgendwie habe ich Bock nämlich auf den Wagen. Dann können wir natürlich noch hier alle Zeitfahrerrennen machen oder sonstige Events. Müssen wir mal gucken. Jetzt plant er hier schon das Ende. Na gut. Aber irgendwie... Naja, wir sind ja noch lange nicht vorbei. Wir müssen jetzt noch Robin fahren. Denn Amy, glaube ich, nähert sich auch langsam dem Ende, weil wir jetzt ja schon Nakai-San getroffen haben. Der hat Angst, hast gesehen. Weil wir ja schon nach Nakai-San getroffen haben und jetzt ein paar Rennen mit Nakai-San fahren. Ich glaube, das ist auch bald... Feiergekiste da, Feierabend. Aber Robin, gut. Ich weiß jetzt nicht, wenn sie sagt, Risky Devil ist bei ihr, dann müsste ja auch Risky Devil bald auch zu Ende sein. Das ist ja unfassbar. Müssen wir uns ja langsam wirklich mal drauf konzentrieren, dass wir wilde Sau hier spielen. So, dann wollen wir mal in ihren komischen... Ja, ich weiß nicht, warum sie hier am Hafen wohnt. Vielleicht Fisch und Fisch, ich weiß es nicht. Vielleicht mag sie den Geruch von Fisch. Deswegen wäscht sie sich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen, wenn sie nach Fisch riecht. Perfekt eingeparkt. Der einzige hier. Keine Sorge, das sind normale Typen wie du und ich. Echt komisch. Die haben mich noch vor 2 Minuten angerufen. Mann, wirklich süß. Risky Devil Hackfleisch, ihr seid erledigt! Okay, ich gebe auf. Das war Cooksy. Oh, wirklich? Mit Schweinemasken. Was sagt ihr dazu? Ehrlich? Du bist die auserwählte Pizzaschneiderin, was sonst? Das sind die Jungs, die du treffen solltest. Was geht ab, Kumpel? Ich kenne deine Moves, du Killer. Echt, Barbara? Ja, aber wenn du dich mit den Jungs anlegen willst, brauchst du mehr Respekt. Komm schon, verbeul deinen Schlitten. Demolier ihn richtig. Dreh ihn hoch und zeig's den Reifen. Yeah. Bist du bereit für sowas? Nee, ich mach mir nicht mein Auto kaputt, sorry. Die Schauspieleinlage war auch wieder ultra. Danke für diese ultramäßige Schauspieleinlage. Ich fahr doch nicht meinen Wagen kaputt. Hallo? Der ist unique, ey. Den kann ich nicht kaputt machen. Fahr deinen Wagen kaputt. Komm schon, ist doch egal. Kostet nur 100.000 Euro. Fahr ihn kaputt. Wir haben kaum noch Das ist auch bald vorbei. Eddies Zorn. Ich habe jetzt irgendwie auch Bock auf Eddies Zorn, muss ich sagen. Wir machen jetzt Eddies Zorn. Ich will den Zorn von Eddie spüren. Ich könnte jetzt natürlich sagen, tief in mir drinne, aber das könnte man falsch verstehen. Deswegen, ich will einfach nur den Zorn von Eddie spüren. Ja. Ich muss aufhören, so viel zu reden. So, wie viel Geld haben wir eigentlich? Genau, warte. Ich glaube, den verkaufe ich. Ich verkaufe den jetzt. Erstmal verkaufe ich den. Nicht schreien.
So, Wagen kaufen. Den will ich haben. Okay, den haben wir schon. Okay, ganz hinten. 202.000. Den will ich haben. Den muss ich haben. Es geht nicht anders. Oh, ich will den Lamborghini haben. McLaren interessiert mich scheiß. Den da möchte ich haben und den möchte ich knuddeln, bis er einschläft. So. Ich habe nicht auf den Ferrari gewechselt, ne? Verdammt. Scheiße. Sorry. Wir müssen gleich nochmal. Nagelbänder, platte Reifen, wahrscheinliche Festnahme. Scheiße. Du meinst, du hast die meiste Power, fahren wir ein Udrun. Ein Udrun? Ja, ich habe den Wagen nicht gewechselt. In meiner grenzenlosen Weisheit und oh, das Auto will ich haben, geil, habe ich den Wagen nicht gewechselt. Aber ich finde die Animation auch einfach wunderschön, wie er reinfährt und wieder rausfährt und reinfährt und gegen die Wand fährt. Du kannst schredden. Was kann ich? Schredden? Ja, ich kann. Hey, Robin! Nein. Wir dürfen uns von der Frau nicht alles sagen lassen, deswegen nein. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Außerdem wollen wir jetzt Eddie. Toll, hätte sie eine Minute vorher angerufen, wäre ich noch nach Robin gefahren. Dann hätten wir noch den Drift gemacht. Für Risky Pisky da. Mann. Der Wagen sieht so furchtbar aus. So. Ich will Eddie jetzt fertig machen. Ich will sein Skyline. Wenn wir den bekommen. Aber bis jetzt haben wir von jedem den Wagen bekommen. Deswegen vermute ich mal ganz stark, dass wir den auch bekommen. Von Eddie. Vorsicht, ich kann nicht fahren. Vorsicht, Idiot auf zwei Beinen. Oder vier Rädern, je nachdem. Eher vier Rädern. Der Wagen sieht furchtbar aus. So, hier müssen wir lang. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder dran gewöhnen, dass wir keinen Driftwagen haben. Oh. Diese ganzen verschiedenen Autos. Das gab es damals bei Need for Speed nicht. Da hattest du ein Auto, der konnte alles. Das konnte alles. Oh, sind da mehrere Rennen von Robby? Sehe ich das richtig? Ja, zwei Rennen von Robby. So, erstmal überall gegenfahren. Wir gucken natürlich wieder während der Fahrt auf unser Handy. Weil, naja, wir sind halt, wir können halt nicht. Wir mussten erstmal Facebook-Status aktualisieren. Wir mussten erstmal schreiben, fahren gerade mit Ferrari. Sind mit dem Ferrari jetzt 200 Meter weitergefahren. Sind mit dem Ferrari jetzt 300 Meter weitergefahren. Haben den Ferrari gerade gegen eine Wand gesetzt. Ferrari! Sowas müssen wir halt schreiben. Weißt du? Räusper, räusper. Fahrer. Ich könnte auch eine Fahrerin sein. Ne, nur mal so aus sexistischem Problem. Ehrlich gesagt habe ich Bock auf Outlaw gerade. Ich weiß nicht warum. Also das weiß ich wirklich nicht warum. So, Eddie. Eddies Zorn sollen wir jetzt spüren. Wir spüren ihn. Wir spüren Eddie jetzt. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Bezwinge Eddies letzte Challenge. Das große Finale und Eddie ist am Start. Los, los, los. Los, los, los. So, Eddie. Oh, Eddie ist da ganz vorne, oder? Ich muss mal kurz schauen. Ja. Alter. Oh, der hat mich gerammt. Habt ihr gesehen? Der hat mich wieder gerammt. Guck mal, das ist Eddie. Eddie, warte. Eddie, lass mich mal vorbei. Au, danke fürs wieder auf die Strecke bringen. Ich hatte ein bisschen zu hart gebremst wegen Eddie. Ich wollte Eddie unbedingt. Okay, Eddie ist schnell. Eddie ist wirklich schnell. Aber nichts im Gegensatz zu uns, weil wir sind schneller. Denn wir sind, ja, schneller halt. So, wir fahren an der Wand lang. Einfach nur, damit die Wand uns lenkt. Das hat Gründe. Wandlenkungsgründe, wie ich sie nennen will. Alter, wir kommen echt kaum an den ran. Muss ich ja sagen.
Der ist gut, der ist gut. Wir sind scheiße, wir sind scheiße. Naja, wir versuchen es sonst nochmal. Ist ja kein Problem, glaube ich. Wir haben ja noch weite Strecke vor uns und sind jetzt schon wieder gegen die Wand genügelt. Naja, vielleicht fährt Eddie auch irgendwo gegen, man weiß es ja nicht. Ne, hier, Schrodo, Frodo, ne, Schrodo, ja, Schrodo ist auch ein sehr schöner Name. So werde ich später mal meine Tochter nennen, Schrodo. Schrodo die Tochter, ja, das ist super, das hat Stil, der Name hat Stil. Schrodo das Dschungeltier. Die wird mit zweiten Namen Dschungeltier heißen, geil. Oh, das wird ein glückliches Leben für sie. Kann das sein, dass wir echt nicht hinterherkommen hinter den Autos? Und dass der hier irgendwie ein bisschen im Weg steht? Alter Junge, lass mich mal dran vorbei. Ja, gut, ich fahre auf der Seite. Okay, ich komme rüber. Au. Der hat einen Unfall gebaut wegen uns. Naja, das kommt davon, wenn man uns rammt. Wir sind nämlich ein harter Brocken. Hart. Der Brocken. Wir sind wie ein Riese. Also diese Karamellviecher da. Genauso hart sind wir. Und genauso klebrig. Aber auch nur, weil wir mit Ken Block und Magnus Walker zusammen sind. So. Wir sind Zweiter. Wir waren Zweiter. Alter, was sind denn die Autos alle schon wieder schneller? Das gibt's ja gar nicht. Der ist ja voll an uns vorbeigezübbelt. Mobbing. Ich gehe gleich meine Mami anrufen und die wird euch zeigen, weißt du? Die macht euch alle fertig, meine Mami. Die wird dann sagen, lasst sie in Ruhe. Lasst sie doch auch mal gewinnen. Lasst ihn auch mal mitspielen. Okay, ich baller hier gerade alle. Wir können nicht schneller fahren. Der Motor ist am Anschlag. Ich habe Angst. Motor am Anschlag. Ich habe Angst. So. Wir sind Erster. Man mag es nicht glauben. Also ich mag es wirklich nicht glauben. Deswegen verkacke ich es wieder. Wäre die Streckenführung nicht so scheiße. Ne? Ach Mist, nicht gesehen. Ich habe gerade auf die Strecke geguckt. Verdammt, Mann. Eddie, ärger mich nicht. Eddie, du bist nicht so gut, Eddie. So, die sind zum Glück alle nah beieinander. Vielleicht kriegen wir sie ja wieder. Indem wir gleich wieder fast 400 fahren. So, lass mich mal dran vorbei. Danke, das war eigentlich mehr Glück als Verstand. So wie mein Leben halt nun mal abläuft. Natürlich! Ah, ich krieg eine Krise! Ich krieg eine Krise da! Ich bin so darauf fixiert, schneller zu fahren, ey, dass ich gar nicht mehr auf die Karte achte. Das ist echt unfassbar. Wie kann man nur so scheiße sein?